Über den Schutz ungarischer Souveränität vor dem Einfluss ausländischer NGOs berichtet Euronews. Ungarn leitet eine Untersuchung gegen Transparency International TI ein. Die NGO setzt sich nach eigenen Angaben gegen Korruption ein, hat Ungarn Anfang des Jahres zum zweiten Mal in Folge als das korrupteste Land in der Europäischen Union eingestuft. Das neu gegründete ungarische Amt für den Schutz der Souveränität, SZH, beschuldigt Transparency International Ungarn in einem sechsseitigen Brief, den Willen der Wähler beeinflussen zu wollen. Den Beweis liefert der Anwalt von Transparency International Ungarn, Miklós Ligeti, selbst. In mehreren Briefen an die Regierung habe die NGO die Amtsleitung über einen möglichen Einfluss von Seiten Chinas auf die ungarische Souveränität informiert. China gewährt der ungarischen Regierung große staatliche Kredite zur Finanzierung der Budapester Eisenbahn und dies ist eine sehr obskure Investition, für die keinerlei Transparenzanforderungen gelten, fährt Ligeti fort. Wohlwollend könnte man ihm Unkenntnis der Politik der Belt and Road Initiative vorwerfen. Es ist aber viel wahrscheinlicher, dass es sich hierbei um eine versuchte transatlantische Einflussnahme auf die Meinungsbildung handelt. Budapest widerlegt, dass es bei seinem Souveränitätsgesetz um die Einschränkung der Informationsfreiheit geht. Das Gesetz habe das Ziel, Klarheit über die Finanzierung von NGOs zu schaffen, so János Boka, ungarischer Minister für EU-Angelegenheiten. Das Gesetz schafft ein Amt, das von der Regierung unabhängig ist. Somit sind die Untersuchungen oder Kontrollen, die von diesem Amt eingeleitet werden, nicht etwas, das von der Regierung getan wird, sondern etwas, das von diesem Amt getan wird, das institutionell und personell unabhängig von der Regierung ist. Ich würde diese Frage also an das Amt weiterleiten. Die Europäische Kommission hat in transatlantischer Gefolgschaft ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn wegen des Souveränitätsgesetzes eingeleitet, da es angeblich gegen eine Vielzahl demokratischer Werte und Grundrechte der EU verstößt. Demokratische Werte und Grundrechte einer durch und durch korrupten antidemokratischen Einrichtung? Es ist zum Brüllen. Ungarn hat bis zum Ende des Sommers Zeit, um darauf zu reagieren. Kann das Land die haltlosen Vorwürfe nicht entkräften, kann die EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Ungarn klagen. Im Fall einer Verurteilung würde dem Land dann bei einem weiteren Festhalten an dem Gesetz erneut eine Geldstrafe drohen.